Wer kennt es nicht? Man startet voller Elan und voller Pläne in ein Projekt hinein, hat versucht wirklich das umzusetzen, was man sich schon lange erträumt hat. Und dann kommt man mehr oder weniger schleichend in einen Überforderungsmodus, wo man sich einfach nicht mehr hinaussieht, wo man einen großen Stress und inneren Druck erlebt und dann kurz davor ist, die geliebten Projekte einfach über Bord zu werfen und aufzugeben, dass man das erreicht, was man sich eigentlich schon lange gewünscht hat. Ich bin Christina Panosch und als Psychologin möchte ich euch einfach die Tools mitgeben, die euch wirklich helfen, ein gutes Leben zu führen. Ich bin selbst gerade jetzt an diesen zwei Polen dran. Der eine Pol ist eben dieser aktive Pol, man könnte sagen, dem Feuer zugeordnet, wo man wirklich sehr konkret die eigenen Ideen, Vorstellungen und Pläne umsetzen möchte. Und der zweite Pol ist dieser entspannungsvertrauensvolle Pol, wo man einfach versucht, sich sozusagen dem göttlichen Plan anzuvertrauen, in die Hingabe reinzugehen, loszulassen, zu entspannen. Und scheinbar ist es ja so, dass diese zwei Pole sich ganz schwer miteinander verbinden lassen. Wenn man es jetzt anders benennen möchte, könnte das der eine Pol, also der aktive Pol, auch dieser Fight-and-Flight-Pol sein. Fight, also ist eh klar, man kämpft darum, die eigenen Ziele zu erreichen. Man versucht, erfolgreich zu sein. Flight wird erst dann interessant, wenn man beginnt zu scheitern, dann versucht man zu fliehen und versucht, das Scheitern zu umgehen. Und der zweite Pol ist eigentlich dieser Stay-and-Play-Pol. Das heißt, man ist einfach in einer Umgebung, wo man sich wohlfühlt, man hat einen spielerischen Zugang. Es hat auch eher was mit Passivität zu tun, aber einfach mit so einer wirklich einer Leichtigkeit. Also man könnte das vielleicht dann am ehesten dem Wasserelement zuordnen. Warum nenne ich da jetzt diese Elemente? Weil eigentlich diese alten Philosophien, egal ob in Europa oder in Asien, denen war schon bewusst, dass das eben verschiedene Pole sind, die man auch im eigenen Leben in irgendeiner Weise in einen Ausgleich bringen muss. Okay, wir haben alle das gehört, es ist wichtig, dass wir einen ausgeglichenen Lebensstil leben und dennoch ist es eigentlich relativ schwierig. Wie kann ich konkret in meinem Leben diese zwei Pole in einen Ausgleich oder in Einklang miteinander bringen? Natürlich ist es sinnvoll zu schauen, immer wieder Ruhephasen zu haben. Also früher hat es den Sabbat gegeben, wo man einfach wirklich einmal eine Ruhe gegeben hat, sehr strenge Vorschriften waren, damit die Menschen wahrscheinlich gezwungen waren, wirklich in diesen Ruhemodus zu gehen. Heute haben wir zwar das Wochenende, aber wir schaffen es ja auch am Wochenende wieder Leistung zu bringen, auf den nächsten Berg hinauf zu radeln, vielleicht am besten, wenn ich mir oft da bei uns die Radfahrer anschaue, am Wochenende frage ich mich immer, ob das gesund ist, aber das soll jetzt niemanden zu nahe treten, der vielleicht gerne Sport braucht. Natürlich leben wir alle in diesen Bürojobs oder viele von uns in diesen Bürojobs, wo dann diese körperliche Betätigung tatsächlich ein Ausgleich ist. Aber eben dieser zweite Pol kommt dennoch eigentlich fast bei allen zu kurz. Es gilt heute nicht so viel, Erfolg zu sein ist hip. Während eben so nichts zu tun, ja okay, man macht vielleicht einen Tai Chi oder einen Yoga oder einen Meditationskurs oder macht mal eine Ausgleichswoche irgendwo, aber so das wirklich das in den Alltag zu integrieren, fällt den meisten eigentlich schwer und dennoch glaube ich, dass das eigentlich das Zentrale ist. Was da sehr empfehlenswert ist, ist wirklich den Tag einfach ein bisschen besser zu strukturieren. Ich komme ja eher von der Chaos-Seite ursprünglich, bin auch so spontan und schnell und viele Dinge gleichzeitig. Aber je älter und reifer ich werde, umso mehr kann ich schätzen, wirklich diese Strukturierung vom Tag. Und einfach, wenn man den Tag, und sind es nur 5 Minuten, einfach damit beginnt, einmal zuerst in die Ruhe und in das Vertrauen zu gehen und einfach sich in ein Mindset des Vertrauens zu begeben, bevor man überhaupt in den Tag geht, da startet der ganze Tag schon mal anders. Aber dennoch kommen dann meistens irgendwelche Herausforderungen im Laufe des Tages daher und dann ist es die Schwierigkeit, wie gehe ich jetzt mit so spontanen, stressigen Anforderungen um. Für mich eine der einfachsten Varianten ist es wirklich mal kurz auf meine Atmung zu achten, weil das kann ich fast überall machen.
Das heißt, ich versuche einfach mal tiefer in den Bauch zu atmen. Das war jetzt keine richtige Bauchatmung, aber das ist jetzt schwierig während dem Video. Also einfach mal wirklich den Bauch bewusst wahrzunehmen und einfach mal wirklich auch auszuatmen. Also wichtiger ist ja die Ausatmung als die Einatmung. Wenn ich ordentlich ausatme, atme ich auch wieder ordentlich ein. Und einfach mal kurz innezuhalten. Da reichen oft drei Atemzüge, um einfach wieder so, okay, Moment mal, worum geht es jetzt wirklich, was ist wirklich wichtig? Und da einfach wirklich wieder ein bisschen herunterzukommen. Wenn das nichts hilft, dann schaue ich, dass ich irgendwo einen Rückzugsort habe. Wenn nichts Besseres zur Verfügung steht, dann gehe ich auch mal aufs WC und versuche dort nochmal zur Ruhe zu kommen. Dann gibt es auch ganz einfache Atemübungen, indem man einfach mal mit links ein, also mit dem linken Nasenloch einatmet, dann mit dem rechten Nasenloch ausatmet, wieder mit dem rechten einatmet, mit dem linken wieder ausatmet. Also einfach Atemübungen bringen uns einfach sehr gut mit unserem Körper in Kontakt. Und sobald wir unseren Körper wieder spüren, fällt es uns einfach auch leichter, wieder in den Ruhemodus zu kommen. Aber vielleicht vorweg, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das einfach übt, dann, wenn ihr keinen Stress habt, ja, weil dieser Entspannungsmodus ist auch sowas wie ein Muskel. Und wenn man gelernt hat, ganz bewusst und selbst entschieden und nicht, weil jetzt im Außen so tolle Faktoren sind, in dieses Vertrauen zu gehen, in dieses Loslassen zu gehen, dann fällt es einem dann auch leichter, wenn man gerade eigentlich einen Stressmodus hat. Also das heißt, nur dann, wenn ich weiß, wo finde ich diese innere Ruhe? Also für mich ist das fast ein körperlicher Ort, würde ich fast sagen. Also das heißt, wie spürt sich mein Körper an? Wie begebe ich mich in diesen Bewusstseinszustand, dass ich wirklich wieder runterkomme, mich entspanne, mich fokussiere, sage, okay, worum geht es jetzt wirklich? Und dann erst wieder in die Aktivität starte. Wenn wir zuerst beim Thema Struktur waren, was enorm hilfreich ist in Sachen Entspannung während des Tages, ist es schon am Vorabend sich einen genauen Plan zu machen, was möchte ich in diesem Tag machen. Und das Wichtige dabei ist, dass man das mit einer Stundentabelle macht. Also im Kalender sind ja meistens die Stunden eingetragen. Und da wirklich ganz konkret, okay, wann mache ich was, wie lange brauche ich für das? Im Laufe der Zeit bekommt man dann einfach ein besseres Know-how, wie lange man tatsächlich für einzelne Dinge braucht, weil wir oft eine völlig falsche Einschätzung haben. Wie lange brauche ich für Kochen und Mittagessen zum Beispiel? Ist für mich immer so eine Sache, das unterschätze ich immer völlig, bis wirklich gekocht ist, bis man gegessen hat, bis wirklich wieder zusammengeräumt ist. Das braucht schon seine Zeit. Wenn man essen geht, ist es leichter, aber ja, also das heißt, dort zu einer realistischen Einschätzung zu kommen und dann aber im Tag, also während des Tages, auch darauf zu achten, immer wieder sich die Frage zu stellen, was ist jetzt noch realistisch? Weil oft kommen dann irgendwelche Anforderungen herein, mit denen man nicht gerechnet hat. Der Zeitplan rückt nach hinten und man versucht aber noch im alten Plan zu bleiben und der Druck und Stress wird immer höher. Wenn man sich da mal kurz zurücklehnt und sagt, okay, schauen wir uns das jetzt mal kurz an, was ist jetzt noch realistisch? Und dann einfach auch Abstriche macht und sagt, okay, nein, das werde ich heute nicht mehr machen, trägt das extrem zur Entspannung bei. Und noch ein wichtiger Faktor, fragt euch einfach öfters mal, was ist meine Motivation, das zu tun? Und spürt es da in euch rein und wenn ihr merkt, dass eigentlich ein wesentlicher Faktor der zugrunde liegenden Motivation Angst ist. Und das muss jetzt nicht unmittelbar Angst sein, das kann auch ein Gefühl der Minderwertigkeit sein oder eben die Angst, wenn ich die Leistung nicht erbringe, dann passiert XY. Ja? Also das heißt, wenn Angst der Motivator ist, dann wird es immer gefährlich, weil dann sind wir eigentlich schon von vornherein in einem Stressmodus, das Erregungslevel, Arousal-Level ist dann schon relativ hoch. Und dann ist es einfach nicht mehr weit, dass die ganze Sache kippt und man einfach wirklich in einen Überforderungszustand kommt. Also das heißt, immer sich fragen, was ist jetzt meine Motivation? Warum mache ich das? Für wen mache ich das? Oft machen wir viele Dinge für Personen, die nicht mehr anwesend sind.
einfach irgendwelche Leistungsansprüche, die wir verinnerlicht haben. Also das heißt, wenn ich beweisen muss, dass ich etwas wert bin durch Leistung, dann bin ich immer an dieser Stress-Level-Grenze, wo ich einfach schwer runterkomme. Ich versuche das da manchmal auch so mit Bildern zu verbinden. Und Ziel müsste es eigentlich sein, dass wir eher so leben, als ob wir tanzen, ja, und nicht nur kämpfen. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass jede Angst oder jeder Kampf etwas Negatives ist. Es ist auch sehr wichtig, Angst kann auch ein wesentlicher Motivator werden. Aber eigentlich nur dann, wenn ich das auch gleichzeitig wieder mit dem Vertrauen verbinde, dass ich es schaffen werde, dass die Dinge gut laufen werden, dass das Leben für mich ist. Also das heißt, ihr merkt schon, das hat ganz viel mit dem Thema Mindset zu tun, auf das ich jetzt da nur am Rande eingehen kann. Aber sich einfach immer wieder mal zu fragen, warum mache ich die Sachen und was ist mir wirklich wichtig? Und da zum Beispiel, es helfen auch Gesten oder Körperhaltungen. Also für mich ist zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das sieht, ich habe da so, ich stehe kurz auf, das ist für mich eine Körperhaltung, wo ich in einen Entspannungsmodus komme. Da könnt ihr für euch eine ganz eigene Körperhaltung finden oder generell auch einmal die Haltung zu überprüfen. Also im Körper spiegelt sich ja mein momentaner Zustand sehr stark wider. Wenn ich angespannt bin, ist natürlich sehr häufig die Nackenverspannung da. Man krümmt sich vielleicht auch zusammen, um sich vor mehr oder weniger imaginierten Angriffen zu schützen. Und da einfach mal eben zu atmen, die Körperhaltung wieder gerade zu richten, sich zu entspannen. Toll sind auch Treppen. Man kann, gerade im Büro ist es ja öfter so, dass man eine Treppe auch, also einen Weg über eine Treppe hat, dann einfach mal runterzulaufen, alles locker zu lassen, sich so richtig zu schütteln, ist eine ganz wirkungsvolle, schnelle Methode, um einfach mal ein bisschen den Stress runterzuschütteln. Und natürlich die Mimik. Einfach mal zu lächeln, lachen, auch wenn es zuerst vielleicht angespannt ist, gibt uns unserem Gehirn das Signal, dass wir uns in einem guten Zustand befinden, dass es da gut ist und sicher ist. Also das heißt, so mal 2-3 Minuten einfach wirklich durchgängig zu lächeln, das kann ruhig verkrampft sein, das ist egal, das versteht das Gehirn nicht so wirklich 1:1, es nimmt es trotzdem als Lächeln. Dann fährt trotzdem dieser Bedrohungszustand runter. Und Lachen ist natürlich noch besser. Da kommt ganz viel körperlich in Bewegung, um einfach wirklich wieder diesen Zustand zu entspannen und wieder in einen guten Modus zu kommen. Und denkt euch einfach dran, wenn ihr es schafft, einfach generell entspannter durch euren Tag zu gehen, könnt ihr letztlich wesentlich mehr schaffen, weil dann baut sich dieses Stresslevel nicht an und sehr häufig ist ja dann die erzwungene Entspannung, irgendeine Form der Krankheit. Man kriegt eine Grippe oder jetzt, das sind ja noch die weniger schlimmen Sachen. Also das heißt, ihr könnt wesentlich mehr erreichen, wenn ihr einfach bewusst Entspannung in euren Tag und euer Leben integriert, als wenn ihr immer mit Druck versucht, da alles durchzupressen. Natur ist natürlich ganz was Wichtiges, aber das erklärt sich eh. Ja, ich möchte eigentlich dieses Video enden mit dem Spruch, seht ihr, nicht werdet wie die Kinder. Nehmt euch einfach mal die Kinder als Beispiel, schaut denen zu, wie die spielen. Die können oft extrem fokussiert an etwas dran sind und wenn es ihnen dann reicht, dann lassen sie es wieder. Und kleine Kinder schlafen dann oft gleich nebenbei irgendwo ein, schlafen mal 20 Minuten, wachen dann wieder auf und sind wieder topfit. Also nehmt das Leben leicht, lacht einfach viel. Genießt es einfach auch sehr bewusst. Man kann auch das Essen mal bewusst als Entspannungsquelle nützen. Einfach so kurz mal runterkommen, bevor ich überhaupt zum Essen beginne. Die Menschen, die ihr Tischgebet machen, die haben da schon dieses automatische Runterfahren. Also das heißt, einfach so ein gewisses Ritual zu integrieren in den eigenen Alltag und einfach zu schauen, dass man immer wieder diesen Muskel des Vertrauens, des Entspannens und Loslassen übt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ein lebendiges und spannendes Leben und gleichzeitig aber ein entspanntes und vertrauensvolles Leben. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Wenn ihr den Kanal abonniert, unterstützt ihr natürlich da unsere Mission, wirklich wertvolle Tools in die Welt zu bringen. Ich freue mich auf alle Fälle, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüss, Baba! Eine gute und entspannte Zeit!